das sollten wir nicht leichtfertig in Frage stellen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. Und um dieses Prinzip genau geht es, und hier gilt es deutlich zu sagen, allen Versuchen, die Zwangsliberalisierung durchzusetzen und bewährte Strukturen kaputt zu machen. Sie gekümmert hat um die Umweltqualität im Straßenverkehr, gerade was Schadstoffausstoß bei Autos angeht. Nun wissen wir, dass da eine Menge Bewegung drin ist im Bereich auch von Forschung. Mach mal eine Prognose, wie sieht die Mobilität der Zukunft? Auch zukünftig ein Großteil der Mobilität über den Pkw, das Pkw abwickeln werden. Allerdings wird sich das Auto grundlegend verändern. Wir werden sauberere Kraftstoffe bekommen, sei es aus Biomasse oder sei es aus Wasserstoff. Und wir werden umweltfreundlichere Autos bekommen, die noch stärker recyclingfähig sein werden, als wir es jetzt haben. Um was geht es da eigentlich bei dem, was Agenda 2010 bedeutet? 2010 macht deutlich, dass im Jahre 2003 bis zum Jahre 2010 dieses Land, Deutschland, erneuert werden muss. Wir haben große, tiefgreifende Veränderungen auf der Welt festzustellen. Und an diese Veränderungen müssen wir heran und müssen daraus unsere Entscheidungen entwickeln. Und nur sagen welche, ihr seid ja spät dran. Die Dinge hätte man doch schon eher erkennen können. Sage ich, ja, das ist richtig. Wenn Dinge sich tiefgreifend verändern, muss man auch bereit sein, seine Instrumente, seine politischen Positionen zu verändern. Für die Notwendigkeit, eigene Positionen im Westen im Schnitt 2,5 Jahre Rente. Denn sie starben mit 68 etwa. Heute bekommen die Männer im Schnitt 12 Jahre Rente. Und im Jahre 2020, 2025, sagen uns die Zukunftsforscher, wir leben ja alle länger, werden sie im Schnitt, wenn sie so früh aus dem Berufsleben gehen wie im Augenblick, 18 Jahre Rente bekommen. We'll be right back.
Bei der Erweiterung um 10 Länder gibt es natürlich Risiken, aber auch eine ganze Reihe von Chancen.